dir die Abby da, was sie zeigt? Ja? Du, Abby-Schlumpf, holst du sie alle hier wieder zurück an den Schreibtisch, ja? Ihr sollt doch endlich mehr Taubis werden. Puff, schon wieder jemand auf meinem Kopf. Ja, Knödelein, was hat denn die Abby dir hier gezeigt? Hm? Die hat dir gezeigt, dass man hier alles rumschmeißen kann, ja? Ja, guckst dir an, Abby. Knödi pfeffert hier wieder alles quer über den Schreibtisch. Und Pillepalle-Peli da oben, auf meinem Kopf, hm? Warte mal, Peli. Wo bist du? Da bist du. Hallo, du. Wollt ihr jetzt hier das Schreibtisch-Trio bilden? Hm? Mit der Knödi zusammen? Keine Antwort. Gut, dann putze ich mal erstmal. So, oh, gucke. Abby hat die Bahn frei gemacht. Was guckst denn du so komisch? Na los, bedien dich. Abby zuppelt schon an meinem Ohr. Die kommt jetzt gerade nicht. Die wird hier zur Giraffe. So, bei dir alles schick? Knödi eine Giraffe, Abby ein Fragezeichen. Peli ein Putzi. Und ein Kelly-Kinderkeks fliegt durch die Gegend. Mein Frauchen ist noch gar nicht ganz wach. Hast du gesehen? Kelly da hinten rum. Ja. Juppidu. Bist du fertig, Knödi? Du Süßbär. Dippidappel. Oh, eine Hektik. Das ist nur ein Bild, Knödi. Da sitzt kein neues Taubi. Nein, nein. So. Aber wenn du jetzt hier fertig wärst, dann würde ich... Ups, wer schenkt mir denn hier eine Feder? Dankeschön. Wenn du jetzt fertig wärst, dann würde ich gerne wieder selber ein bisschen was machen. Hm? Ja? Könnte ich bitte danke? Okay, Frage hat sich gerade erübrigt, beziehungsweise die Antwort. Bele Palle Beli. Ding Dong. Ding Dong, Füße kissen. Füße knipsen. Lililit. Oh, Knödi mit einem eleganten Schwung auf meinen Kopf. Wow. Na, erstmal schnell eine Runde drehen drauf, ne? Du bist mir ein Heini. Gut, dann werde ich jetzt mal hier noch mit Pillepalle-Peli die Sache klären. Könnten wir vielleicht einfach diese Schüssel hier mit schon mal darüber schieben? Alle rumgeschmissen Knödi-Körner gehen hinterher. Ja. Ah, Pillepalle-Peli auch weg. Danke.